Wir haben immer noch nicht weg. Wir haben Zeit. Adele hat Zeit. Oder ist zu spät. Und er ist zu spät. Aber das macht nichts, er darf das heute. Wir haben trotzdem, wie es sich so gehört, das erste Rederecht hat unser Gästetrainer, der Frank. Ganz kurz nur erstmal dazu, es gibt einen Grund, warum wir Mittwochabend spielen. Und der Grund ist aber ein positiver aus eurer Sicht. Erzähl mal, was passiert ist, erzähl mal, wie es weitergeht. Ja, schönen guten Abend erstmal und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Verdient. Ja, warum wir heute Mittwoch spielen. Ich hoffe, dass Anel nächstes Jahr dasselbe Problem hat. Das heißt, es sollte solch einen Sachsenpokal gewinnen, danach Amateurpokal spielen und dann passiert sowas. Das heißt, wir haben es halt geschafft, ins Halbfinale einzuziehen, müssen Montag dann gegen Langenfeld bestehen und dann würden wir theoretisch in Hamburg spielen, vor dem großen Spiel. Also, das ist unser Ziel, Amateurpokalsieger Deutschlands zu werden. Mal gucken, ob wir es lösen können. Für uns eh schon eine große Ehre und Erfolg da in Thüringen und auch im mitteldeutschen Verband zu vertreten. Klaro ist ja auch noch drin im Halbfinale. Also deswegen sind wir heute im Prinzip zu dem Spiel Verlegung. Das Problem ist, DAB-Recht geht nun mal vor allem Recht. Das heißt, wir konnten das nicht irgendwo auf Sachsen verlegen, was mir auch nicht gefallen hat. Und sicherlich hier in Freiberg ist ein Mittwochspieltag nicht so schön wie Samstag. Aber es ist ja Ostern vor der Tür und dann hat man da Verholer auf Donnerstag, dann passt das auch. Ne? Also deswegen spielen wir heute. Zum Spiel, soll ich gleich was sagen? ja, was soll ich zum Spiel groß sagen? Im Endeffekt haben wir insgesamt 18 TF gemacht. Technische Regelfehler sind das. Und wenn man die macht, kann man erstens kein Spiel gewinnen. Ernährungsqualität von unter 40%, wenn ich es mal so hochrechne. Wenn man ein Spiel gewinnen will, muss man mindestens 50 haben. Wir schlagen uns in den letzten Spielen immer selbst. Freiberg hat auch Fehler gemacht im TF-Bereich, aber sie waren einfach dynamischer und hatten meiner Meinung nach auch mehr den Drang da, das Ding zu gewinnen. Wir sind eigentlich nur aufgewacht zu Zeiten, wo es schon eigentlich zu spät war. Ja, das wird dann nur bestraft. Gut, und das ist nun mal so, jetzt müssen wir nach vorne blicken. Wir haben jetzt 23, 19 Punkte. Wir müssen Straßburg noch schlagen, wir haben noch Kalbe auswärts. Wenn wir die zwei gewinnen, sind wir durch? Kostet 5 Euro bei mir. Jetzt sind wir schon mal eine Runde machen für alle. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie gesagt, Glückwunsch. Ich freue mich, dass Herrn Freiberg auch intensiv. Und wie gesagt, für euch ist es jetzt natürlich eine Situation, die sehr positiv ist. Ich habe es an Helfer schon gesagt. Mit dem Zwickau-Sieg und gleichzeitiger Niederlage von Blauen Oberloser gegen Rades zu Hause kann man am nächsten Spieltag schon vorbeiziehen an den beiden. Und ich denke, wenn weiter so akribisch gearbeitet wird hier, dann werden das mindestens noch also 26 Punkte, sage ich mal so an. So, da kennt sich jemand aus und macht immer hell mal ein klein bisschen Druck in den nächsten Spielen. Aber zunächst mal geht mit dem Glückwunsch natürlich weiter. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass es der Samstag tatsächlich gelohnt hat, dass ihr jetzt im Halbfinale seid. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Ich denke, die HSG-Fans können das noch nicht. Ihr wollt schnell nach Hause. Woran lag es nochmal ganz kurz außerhalb der technischen Fehler? Gab es noch andere Gründe dafür, dass heute im Freiberg nichts zu holen war? Habt ihr vielleicht sogar schon den Montag, das ist die typische Frage bei Sky, wenn dann irgendwie so Bundesliga war und Mittwoch ist Champions League, habt ihr das nächste Spiel schon im Hinterkopf gehabt? Nein, definitiv nicht. Wir wollten hier bestehen, wir wollten noch was mitnehmen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man zu viele Fehler macht im Spiel, dann hat man es nicht verdient zu gewinnen. Und deswegen haben wir verloren heute. Wir wollen doch wiederkommen auf Freiberg. Ja, sicher. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr beide wiedersehen. Dazu noch zu sagen, ich hoffe, dass viele Freiberger nächstes Jahr mal nach Apolda kommen und unsere neue Halle sehen. Ab 1.5. haben wir eine Halle mit ca. 1000 Zuschauern, wenn man so ein bisschen stopft. Also ganz schönes Ding. Ich bin da selbst mit involviert in die Geschichte. Also, da haben wir auch einen schönen Saloon-Raum
wo man ein bisschen feiern kann danach. Also ich würde mich freuen, wenn viele Freiberger nächste mitkommen. Annel, du musst sowieso kommen. Also passt. Ich denke mal, die HSW-Sachse-Fans können das versprechen, dass ganz viele mitkommen. Das hat sich in den letzten Wochen so etabliert, dass da mindestens 50 in den Bus steigen. Der Bus ist voll, bevor die Mannschaft rein will. Ja, das ist auch mal ein Applaus wert. Das ist in den letzten Wochen viel passiert. Und wir wünschen dir jetzt einfach mal eine gute Heimfahrt. Ihr wollt ja bestimmt, oder hast du hast Urlaub morgen, gut, Ostern geht schon los. Kommen wir zu Manel. 5 Siege aus 6 Spielen. Wie fühlt sich das an? Ja, ganz schön. Das macht Spaß. Und vor allem die Jungs machen Spaß. Die letztendlich, die stehen im Feld und die müssen das auch klaren da. Und heute war es unheimlich wichtiges Spiel. Heute war es eigentlich schon 4-Punkte-Spiel. Weil wenn wir diese verloren hätten, dann wäre es schon sehr schwer gewesen. Und, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt haben wir wieder eine gute Woche, uns vorzubereiten für wieder ein wichtiges Spiel, weil wir haben jetzt noch 5 Finalspiele. Dann brauchen wir nicht nur die Spieler, sondern die Zuschauer auch, weil das nächste Heimspiel schon wieder. Und wenn wir das schaffen, dann kann unsere Welt schon ganz anders aussehen. Aber es sind noch 5 Spiele, viele Punkte zu verteilen, für uns, aber auch für andere. Und dann muss man doch konzentriert bleiben, heute, morgen, übermorgen vielleicht noch feiern, aber dann geht es wieder los für das nächste Spiel. Hast du das Gefühl, dass deine Idee vom Handball angekommen ist, bist du jetzt zufrieden? Oder zum Beispiel, reden wir mal die letzten 2 Minuten, ich natürlich auch euphorisiert gesagt, der Sieg ist eingetütet und dann kurz noch geschwitzt unter meiner Mütze. Ja. Gibt's noch viel zu tun oder bist du eigentlich ganz zufrieden mit dem, was du willst und was die Jungs machen draußen? Ja, es gibt immer viele Sachen, die man ändern kann oder besser machen kann und das will ich auch. Nur wir versuchen das Nötige zu tun, was wir jetzt brauchen und was jetzt uns Erfolg bringt. Und, wenn wir das jetzt schaffen und dann ab Sommer Zeit haben, uns gut vorzubereiten für nächste Saison, dann wird es schon einige andere Sachen geben. Aber man kann auch nicht in jetzt 2 Monate alles ändern, was die Jungs schon seit Jahren machen. Und diese Idee, was wir, nicht nur ich, aber auch mein Co-Trainer und Teammanager und Physio und Vorstand hat, das versuchen wir so gut wie möglich auszuführen. Und die Jungs haben das passiert, die haben da auch Vertrauen bekommen, weil wenn wir von, was ist jetzt, glaube 7 Spiele, 5 Spiele, so gesagt, 6 Spiele, 5 gewonnen, dann funktioniert das irgendwo. Und letzte Woche war es schade, dass wir eigentlich ohne Abwehr gespielt haben. Und dass diese Punkte tun dann weh, dass wir verloren haben letzte Woche im Burgenland. Und, ja, ich meine, die Jungs machen es richtig gut, die haben Spaß am Handball, die haben Spaß am Training, die haben Spaß zusammen und das bringt dann Erfolg. Bitte. Morgen in der Zeitung, die Jungs haben das passiert. Das ist doch mal eine Aussage. So, Fragen von euch an beide Trainer, an den Frank, an den Annel. Jemand eine Frage? Nö, dann würde ich beide in die Osterferien entlassen. Sage vielen, vielen Dank. Achso, ihr habt ja. Dann würde ich ihn in die Vorbereitung entlassen. Dich, geht's nach Holland? Ich. In die Heimat? Freitag. Annel macht in die Heimat. Du machst viel Vorbereitung. Euch allen frohe Ostern. Kommt gut nach Hause und vielen, vielen Dank, dass an dem Mittwochabend diese Halle so brechend voll war. Das war übrigens der Vorschlag, dass das nächste Heimspiel ebenfalls auf einen Mittwoch verlegt wird. Nein, das war ein Witz. Kommt gut nach Hause. Viel Spaß noch. Tschüss.